Hallo ihr Lieben, guten Morgen. Endlich ist es wieder soweit. Ein Montagmorgen, ein dufter Impuls. Ich bin heute schon völlig durcheinander gekommen, ob ich jetzt meine Nikolausmütze aufsetzen muss oder nicht. Und dann dachte ich, nein, heute ist dufter Impuls. Und ich freue mich sehr, 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 heute zum zweiten Mal, und gestern Abend habt ihr sie im Kalender gesehen, heute zum zweiten Mal Milcher von ich kann diesen Namen nicht aussprechen, von Utrecht hier zu haben. Milcha ist ein Energiebündel, ist Coach, ist bühnenerfahren, ist Moderatorin und auf jeden Fall ein Garant für gute Laune und positive Lebenseinstellung und Lebensfreude, so würde ich das sagen. Milcha, erzähl doch selber nochmal, also erstmal herzlichen guten Morgen und erzähl doch selber nochmal, was dein Thema ist. Hoppala! Danke, Sabine. Mein Thema ist Lebensfreude in Person und sei dir selber. Und das ist so eine offene Tür, sei dir selber. Du bist ja immer dich. Und für mich bedeutet das auch, authentisch zu sein. Und wie kannst du jetzt in diese Zeiten, wo wir umgeben sind von Stress und Einschränkungen, wirklich authentisch dich selber sein und dich nicht einschränken lassen und dich nach unten drücken lassen. Als Zumba Education Specialist bringe ich Menschen bei, wie die anderen Menschen Freude am Tanzen erleben können. Und Tanzen ist nicht etwas, was du können musst, etwas, was du richtig machen sollst, aber etwas, was du spüren kannst. Und dieses Gespür ist übertragbar. Während es da draußen deinen Alltagstrott gibt und dass es Sachen gibt, worüber Trübsal blasen kannst. Das haben wir gerade, Sabine und ich haben das besprochen und es ist ein neues Wort in meinem Vokabular. Trübsal zu blasen. Während das alles abspielt, ist es möglich, gleichzeitig den Stress von dir abzugleiten, indem du aus dir rausgehst, indem du zu dir selber findest. Bist und deinem Geist den freien Lauf lässt. Und diese zwei Faktoren gleichzeitig, eine Störung um dich rum oder negative Einflüsse und ein positives Gefühl in dir, können Hand in Hand gehen. Die müssen nicht getrennt werden. Ich habe ein Problem und dieses Problem muss ich mitnehmen und deshalb geht es mir persönlich nicht gut. So muss es nicht sein. Und gute Gefühle sind übertragbar. Ich habe auch schon mal gerade eben erwähnt, dass für mich Tanzen im Leben wichtig ist. Und Tanzen ist für mich sehr wichtig. Es hat aber in meinem Leben einen Anlauf gehabt, wovon ich dachte, Tanzen ist nichts für mich. Ich kann das nicht. Und ich war fast tanzfrustriert, und würde es niemals im Leben mehr gemacht haben. Die Geschichte geht so. Ich war als kleines Mädchen eher ein ernstes Kind und ein bisschen hibbelig, aber nicht ganz so turbulent. Und beweglich, ein bisschen nervös. Und meine Mutter sagte, Milcha, die kann nicht still sitzen. Ich glaube, das sind ihre karibischen Wurzeln. Sie hat Tanz im Blut und sie schickt mich zum Ballett. Und ich dachte, oh cool, ich darf irgendwas machen mit Tanzen. Und ich kam da in diesen Theatersaal und da waren so alles so Mädchen in meinem Alter. Ich war 5 Jahre alt. Und ich dachte, wir werden tanzen. Aber die waren alle so verhalten. Die haben alle exakt das Gleiche gemacht, auf den Anweisungen der Lehrerin. Und immer wenn ich dachte, wollen wir jetzt tanzen, haben wir nur ein Körperteil gleichzeitig bewegt. Auf und ab und hin und zu. Und ich dachte, puh. Und immer wurde mir aufgefordert, Milcha, beweg dich bitte ein bisschen weniger. So müssten wir auch üben an so einem Stock. Da musste man sich festhalten. Das erinnerte mich immer an diesen Stil, wie die Lehrerin immer zum Unterricht geflogen ist.
Und die Lehrerin, die hatte auch so komisch gezählt. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und während ich versuchte, das alles richtig zu machen, man musste die Füße immer so hinstellen. Aber ich hatte keine wirkliche Lederschläppchen. Und so sind meine Füße immer so zurückgerutscht. Und dann habe ich nicht gut gestanden und die Lehrerin hatte mir tatsächlich so ein Petz gegeben. Und ich war voll tanzfrustriert. Und nach ungefähr ein paar Monaten kriegten wir ein Zeugnis. Und auf diesem Zeugnis stand schwarz auf weiß: Milcha kann nicht tanzen. Und für mich war das das Beweis. Ich war das schwarze Schaf, das nicht tanzen konnte. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich werde nie wieder in die Öffentlichkeit mich auf Musik bewegen, weil ich war todfrustriert. Und dann gibt es sowas wie Fernsehen, damals schon in den 70er Jahren. Und da gab es plötzlich Videoclips. Und das hat mich so fasziniert. Und auch Musicals mit das war Fred Astaire. Und die haben alle getanzt. Und ich bin heimlich auf mein Dachgeschosszimmer gegangen und habe angefangen zu üben. Ich habe Stepptanz gemacht oder so wie Michael Jackson und ein bisschen Electric Boogie habe ich alles geübt auf mein Zimmer. Und meine Schwester hat dann durch den Tür gespinkst und wenn ich gehört habe, sie kommt, habe ich mich auf dem Bett getan und ob ich gelesen habe. Aber meine Schwester hatte mich tatsächlich erwischt und ist zu meiner Mutter gegangen und gesagt, Mama, 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 Milcha kann tanzen. Das war mir einerseits total peinlich. Ich bin sehr dankbar. Meine Mutter hatte mich dann anschließend, ich war inzwischen schon 12, zum Jazzballett geschickt. Und das Interessante ist, auch Jazzballett war nicht ganz mein Fall. Ich musste ständig Dinge üben, die gar nicht so auf meine Veranlagung geeignet sind. Und dies ist genau in der Reihe zu tanzen, exakt zu tun wie die ganzen anderen. Das ist mir einfach schwer gefallen. Ich kann nicht tanzen. Ich kann nicht tanzen, habe ich immer geglaubt. Ich kann nicht tanzen, so wie die anderen. Ich kann tanzen und das ist einfach nur relativ. Du kannst tanzen. Wenn du das hinkriegst, ist das schon cool. Du kannst auch tanzen, einfach den Rhythmus deines Herzens zu folgen. Und das ist, was ich gemacht habe. Folge den Rhythmus deines Herzens. Beweg dich einfach. Und das Coole ist, ich war erstmal tanzfrustriert. Wenn die Musik angeht und ich fange an, mich zu bewegen, und das kann voll frei sein. Du kannst auch frei sein. Das muss nicht nach einem Schema sein. Dann fange an, Glückshormone im Körper freigesetzt zu werden. Und bei mir ist das so, wenn ich mich bewege, dann fühle ich mich wohler und dann bin ich ausgeblendet von der Welt da draußen, die Sachen, die mich beeinträchtigen. In dem Moment, alle Probleme ändern sich nicht, ja, die Welt dreht weiter, aber ich erlaube es mir, es geht mir gut. Und das ist auch, was ich euch allen mitgeben möchte. Ja, du hast deine Sorge, deine Probleme. Wenn du nichts daran ändern kannst, musst du dich dann verrückt machen. Ist das der einzige Weg? Musst du dich darüber verrückt machen? Musst du nicht? Guck, was du ändern kannst. Und zu sorgen, dass es dir gut geht, gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Wege. Und eine davon ist, dich zu bewegen. Ja, dich zu bewegen ist einer der Wege. Stegreif gerade ist mir das eingefallen. Und damit, weil wir haben jetzt die Feiertage stehen vor der Tür. Feiertagen sollen wir machen und wir können kaum die Menschen treffen, die uns lieb sind. Es wird nicht bis in die Puppen gefeiert. Aber wir können selbst feiern.
Gestern hatte Sabine so schön gefragt, was ist im Moment deine favorite Musik, worum du gerne tanzen möchtest? Und da kam so tollen Titel. Tanz dich frei und Halleluja, was immer das, was dir gefällt. Und dafür brauchst du nur, und jetzt kommen meine Tipps, die du mitnehmen kannst, weil es gibt so viele Menschen, die sagen, ich kann nicht tanzen. Aber tanzen ist keine Fähigkeit, die du können musst. Tanzen ist ein Gefühl. Und dieses Gefühl kannst du rüberbringen, ohne große Fähigkeiten, sondern mit den Dingen, die du im Alltag sowieso machst. Shaky, 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 shaky. Nenn mir doch mal ein Verb oder so, oder etwas, was du tun kannst, eine Handlung. Ruf mal im Raum irgendwas, was man tun kann. Ja? Zum Beispiel, ich arbeite am Computer. Ah, tanzen, 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 tanzen. Ja? Putzen. Putzen! Mein Mann ruft putzen. Hast du eine Idee für mich, Sabine? Überleg mal, ja. Duschen. Duschen! Ja? Also es fängt an, einfach mal zu nicken. Ich habe dazu ein bisschen hier Meditationsmusik. Das macht überhaupt nicht aus. Lass einfach gehen und denk daran. Es gibt immer jemand, das gilt für alle Sparten in deinem Leben, es gibt immer Menschen, die das, was du kannst, viel besser können. Und ich sage, es gibt niemand, der es genauso kann wie du. Und genauso wie du das machst, du bist gut. Also erlaube dir zu feiern. Was immer in der Welt los ist, lass es dir gut gehen. Ich wünsche euch alle eine schöne Woche und sehr schöne Feiertage. Genieß die Zeit so gut du kannst. Alles wird gut. Milja, ich bin dir so dankbar für diesen wunderbaren Impuls. Also erstmal habe ich natürlich hier getanzt und das werde ich mir so zum Herzen nehmen. Und es ist, glaube ich, der schönste Impuls, den wir haben können, um uns jetzt in die Weihnachtspause zu verabschieden. Und genauso darf man das sehen. Wirklich, wir können es selber gestalten. Wir können einfach mal tanzen und einfach mal fühlen und einfach mal ändern und einfach mal glücklich sein. Und ach, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Also ich bin dir sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Liebe Milja, mir hat das großen Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, wir müssen noch ganz viel zusammen machen. Denn tatsächlich, du bist für mich ein unglaublich tolle Motivatorin und gute Laune Garant. Und das ist das, was wir alle jetzt gut gebrauchen können. Vielen Dank für diesen tollen Impuls. Und euch anderen sei gesagt, ja, wir gehen jetzt natürlich in eine Pause mit den duftenden Impulsen. Also nächsten Montag um 8 müsst ihr leider was anderes machen. Leider ausschlafen. Ja, vielleicht mal ausschlafen. Auch eine Idee. Aber, oder tanzen.
Tanzen auch eine gute Idee. Aber wir werden auf jeden Fall uns was, wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen, uns was Neues einfallen lassen, mal gucken, was so kommt und was Weihnachten so bringt. Ich freue mich jedenfalls riesig auf Weihnachten. Ich werde mir das sehr zu Herzen nehmen und ich wünsche euch allen ganz, ganz schönen, zumindest den Duft der Impulse verfolgern, ganz schöne Feiertage. Und natürlich vergesst bitte nicht, dass wir heute um 17:30 Uhr, jeden Tag um 17:30 Uhr, außer Heiligabend, dann machen wir es morgens um 10 Uhr, auch unseren Kalender haben. Und da freue ich mich, wenn ich euch dann wiedersehe. Liebe Milcha, liebe alle, wir sehen uns bald hoffentlich persönlich wieder und solange tanzen wir uns in gute Stimmung. Tschüss, ihr Lieben.